Ja, meine Damen und Herren, und jetzt möchte ich Ihnen gerne noch ein Lied spielen, das ich selbst komponiert habe. Also da müssen Sie noch ein bisschen warten, junger Mann. Ich bin nämlich gerade beim Bohnen. So, beim Bohnen, aber ich möchte jetzt hier bitte spielen. Und dann spielen Sie doch Geige, die ist schon gebohnert. Trotzdem, ist die Geige gebohnert? Ja, natürlich. Und jetzt gehe ich noch mal mit dem grünen Giganten über den Fußboden. Das gibt den Gletscher frischen Glanz fürs Ballett. So, fürs Ballett, ja. Aber wir haben aber gar kein Ballett. Was? Nein, wir haben kein Ballett. Hast du das gehört? Die haben gar kein Ballett. Na also, ist ja schon im Eimer, die Show. Oder wollen wir den Buben helfen? Du sag mal, hast du gut gefrühstückt, Trautchen? Ja, und hast du heute deine Einlagen? Ich hatte sogar Auslagen wegen meiner Einlagen. Naja, dann wollen wir mal. Wollen wir mal. Na, was kann man da machen? Ist ja sowieso viel schwieriger, zwei Putzfrauen zu kriegen, als ein ganzes Ballett. Zwei alte Tanten tanzen Tango, mitten in der Nacht. Warum auch nicht? Wir hätten sonst die Nacht nur schlaflos zugebracht. Wenn wir zwei Engel uns so schlängeln und wiegen Bein an Bein, ein jeder Schritt muss bei dem Rhythmus ein Vergnügen sein. Kommen Sie doch mal bitte hier rüber. Ja. So ein bisschen außer Atem, ne? Ja, ja. Aber das war wirklich grandios. Sagen Sie mal, danke. Wo kommen denn solche Talente überhaupt her? Sag du es ihm. Ach nee, sagst du ihm. Bitte sehr, wir sind aus Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen und der Kaffee keine Herzbeschwerden schafft. Ist ja auch Blümchenkaffee. Wir sind von derselben Marke wie der August war der Starke, deshalb haben wir Sachsen solche Kraft. Auf den Kopf der Bevölkerung fallen in Deutschland jährlich 1,5 Eimer.
Deshalb sollten auch Sie einen Schutzhelm tragen. Täglich, nächtlich, immer. Schutzhelme schützen alle lebenswichtigen Partien. Deshalb in allen Fragen Schutzhelm tragen. Auch das sollten Sie bedenken. Auf jeden siebten Haushalt in Deutschland fällt ein Telefonapparat.